Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zurück zu Battlefield 1. Es ist mal wieder an der Zeit für Battlefield 1. Mal wieder eine neue Runde und eine neue Map, die man noch nicht gespielt hat, beziehungsweise noch nicht präsentiert hat. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, gespielt habe ich sie natürlich schon mal. Auch sogar auf der PlayStation 4, glaube ich sogar. Allerdings habe ich sie noch nie richtig aufgenommen und daraus ein Video gemacht und so weiter. Und ich finde gerade diese DLC-Maps, wie zum Beispiel von irgendwas mit Zar hieß das, glaube ich, dieses DLC. Im Namen des Zar müsste das gewesen sein, genau. Ich finde, da sind so geile Maps mit bei. Zum Beispiel, wie gesagt, jetzt halt auch hier Sarisin oder wie das ausgesprochen wird. Die Experten unter euch werden wahrscheinlich schon wissen, wie man es ausspricht, wie man das immer so kennt. Volga ist noch mit dabei und ich glaube noch irgendeine Map, beziehungsweise sogar noch zwei, drei Maps oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, diese Map, generell auch Volga und generell diese ganzen Schneemaps, ich finde, die sind alle mega nice gemacht auf jeden Fall. Und wenn man sich diesen Stil mal anschaut, so von der Art, wie das da atmosphärisch aufgebaut ist und so weiter, dann könnte man sich natürlich auch schon sehr gut vorstellen, wie es ausgesehen hätte oder aussehen hätte können, wenn die Russen mit Battlefield 5 ins Spiel gefunden oder in Battlefield 5 ins Spiel gefunden hätten als weitere Fraktion und dahingehend dann halt auch Maps mit dazugekommen wären, wie zum Beispiel Leningrad, Stalingrad, Kursk und was weiß ich, was es da alles noch gab. Da wäre auf jeden Fall sehr viel Potenzial gewesen und ihr seht an dieser Map und zum Beispiel auch an der Map Volga, die werde ich auch in den nächsten Tagen noch hochladen, da habe ich auch noch Videomaterial zugesammelt. Daran werdet ihr dann erkennen, was halt theoretisch alles möglich gewesen wäre. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle finde ich, ist es mir gar nicht mehr so wichtig. Also natürlich finde ich es echt super ätzend und schade, dass das nicht gemacht wurde und nicht geklappt hat und so weiter. Nichtsdestotrotz genieße ich es auch mal wieder in Battlefield 1 reinzuspringen und da mal wieder die Schlachten und diese epischen Kämpfe mitzuerleben. Denn auch Battlefield 1 hat seinen Reiz. Auch es gibt natürlich auch viele Leute von euch, die dann sagen, der Zweite Weltkrieg ist halt eher so das, was mich interessiert und der Erste ist so, naja. Das sehe ich eigentlich, beziehungsweise habe ich früher auch immer so gesehen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, das war bei mir auch nur so, weil ich nie wusste und kaum Informationen zu diesem Ersten Weltkrieg hatte. Man hatte immer so dieses Deutsches Reich gegen die ganze Welt quasi, außer Japan natürlich dann auch noch. Im Zweiten Weltkrieg und so weiter, das war immer quasi das, was Thema war, ja. Das war das Aktuellste, alle haben darüber irgendwie gesprochen, immer mal wieder. In der Schule wurde das dann Thema und so weiter. Und dementsprechend hat man sich nie wirklich dann mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt. Und deswegen fand ich das einen sehr, sehr schönen, also schön kann man eigentlich nicht sagen, aber einen sehr coolen Schritt und einen sehr gewagten Schritt, vor allen Dingen auch von DICE damals dann in Battlefield 1 reinzuspringen und zu sagen, hier zeigen wir euch mal, wie es aussah im Ersten Weltkrieg. Natürlich ist es jetzt nicht, wahrscheinlich nicht alles überall authentisch und so weiter, das will ich damit nicht sagen, aber dass man mal so ein grobes Bild sich machen kann, wie es da schlachtentechnisch vielleicht auch so ein bisschen sich zugetragen haben könnte, zum Beispiel gerade auch mit dieser ganzen Geschichte mit dem Gas und so weiter, diese ganzen chemischen Waffen, die dann da eingesetzt wurden, sowas zum Beispiel halt. Und ich muss ehrlich sagen, trotzdem gefällt mir dieses Spiel halt sehr gut. Es hat, wie gesagt, sehr geile Atmosphäre. Wir haben auch schon darüber ausgiebig gesprochen und so weiter. Hier, um euch mal so ein bisschen ins Gameplay einzuführen, ging es im Prinzip auch wieder darum, zwei Eroberungen. Wir hatten drei Punkte, ABC. In der Mitte ist eine Kirche, eine sehr schöne Kapelle. Kapelle? Naja, Kirche, ne? Wo es dann im Prinzip auch wieder darum, okay, was fliegt da durch die Gegend? Das sehe ich jetzt erst in der Aufnahme, what the fuck, einfach so ein Strommast. Ging es halt im Prinzip auch wieder darum, zu erobern und die Gegner natürlich punktemäßig dann auseinanderzunehmen. Der die meisten Tickets am Ende voll hat. Hier ist es halt, wer die zuerst voll hat, wie gesagt, in Battlefield 1, in Battlefield 5, was wer zuerst 0 hat, hat verloren. Der zuerst voll hat, hat gewonnen, ist es dann hier. Ja, und dann am Anfang, die erste Hälfte des Videos, fahre ich quasi die ganze Zeit mit dem Panzer, mit einem Landkreuzer rum. Ich weiß nicht, ob die Russen damals tatsächlich Landkreuzer schon besessen haben. Was ich mir vorstellen könnte, und das war ja natürlich dann auch Thema in der Kampagne, ist natürlich, dass dann irgendwie Panzer, die vom Gegner erobert wurden, egal um welche Seite sie jetzt im Prinzip handelt, dass sie dann quasi die Waffen und die Panzer oder generell die Fahrzeuge beschlagnahmt haben. Und dann quasi ein bisschen aufgewertet oder repariert haben und sie dann selber benutzt bzw. verwendet haben. Oder zumindest auch die Technologie ein bisschen studiert haben durch die ganzen Ingenieure, die dann damals vor Ort waren, um herauszufinden, wie genau die Fahrzeuge und Waffen und so weiter der feindlichen Armeen bzw. Länder funktionieren, um eventuell selber Innovationen und technischen Fortschritt damit dadurch zu erzielen und dann dem Gegner überlegen sein können. Das waren wahrscheinlich dann eher so diese Tricks und die mehr oder... Ja, was heißt Tricks? Das war quasi
so Kriegsführung, ne? Das war wahrscheinlich die Strategie auch teilweise. Das gehörte halt alles so mehr oder weniger damit dazu. Und hier bin ich dann tatsächlich mit dem Panzer irgendwann draufgegangen. Die Runde ging 20 Minuten und ich hatte mir aber gedacht, die ganze Zeit mit dem Panzer da durch die Gegend zu tuckern, ist halt auch irgendwie nicht das Wahre. Es macht natürlich sehr viel Spaß, aber um euch so ein bisschen das Gameplay näher zu bringen, es ist halt immer irgendwann sehr monoton, wenn ich dann immer mit dem Panzer da rumfahre und die ganze Zeit durch meine Kanone da rumballer. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gerade kein Panzer frei gewesen, glaube ich, spiele ich mal wieder ein bisschen Infanterie. Ich glaube, ich hatte hier den Sturmsoldat. Und ja, das hat sehr Bock gemacht auf jeden Fall. Man konnte jetzt hier auch wieder gegen feindliche Panzer kämpfen. Man hatte die Panzerabwehrmine, man hatte die Panzerbüchse, hieß die. Damit konntest du dann auch auf die Panzer schießen. Und was ich ehrlich gesagt sehr geil finde in Battlefield 1 gegenüber Battlefield 5 vor allen Dingen auch, ist dann noch das Soundsystem. Nicht nur bezogen darauf, dass es atmosphärischer ist, sondern halt auch darauf, was so Footsteps oder generell gegnerische Geräusche angeht. Man hört die irgendwie viel besser und man kann viel besser abschätzen, aus welcher Richtung gerade wer kommt. Und dementsprechend hat das Gameplay dann noch mega viel Spaß gemacht. Und auch hier hatte ich dann das Zweibein auf meiner Waffe. Hatte hier die Möglichkeit, das dann immer schön aufzusetzen. Die Präzision hat sich dadurch ein bisschen erhöht. Und damit konnte man dann schön so ein bisschen aus der Deckung heraus ein bisschen auf die Feinde schießen und dann immer so ein bisschen spielen mit, man stößt quasi vor oder man stoßt vor und sprintet quasi wieder von Deckung zu Deckung und schießt wieder. Quasi dieses Feuern und Bewegen Muster, das ist so das, was ich da mehr oder weniger versucht habe durchzuziehen. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier kann man das auch ganz gut nochmal sehen. Man läuft quasi oder man versucht quasi den Gegner so ein bisschen zu flankieren auf der Map hier, an der Seite von der Kirche, bis man dann gemerkt hat, okay, scheiße, da kommt gleich ein Scharfschütze. Also ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Panzer war natürlich dann auch am Start und dann muss man halt ein bisschen überlegen, ne? Ein bisschen improvisieren, schauen, okay, was kann man jetzt gameplay-technisch quasi in dieser Situation machen. Einfach so ein bisschen Strategie oder Gameplay-Kunde, die ich hier gerade gebe. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und da sehe ich halt im Prinzip den Scharfschützen, wie er da mehr oder weniger mich im Visier hat. Und hab mir dann gedacht, okay, natürlich sofort ducken. Warum ich da ein paar Mal drauf geschossen habe, eigentlich ist totaler Schwachsinn. Der hätte mich mit dem Headshot direkt wegholen können. Aber ich bin dann immer so ein bisschen, ich riskiere das dann einfach mal so ein bisschen. Just for fun. Und schleiche mich hier an der Mauer entlang und sehe dann, oh shit, Panzer am Start. Okay, versuchen wir den mal auszuschalten. Direkt Gegner von rechts, auch noch irgendwie gehört, so zum Teil durch Footsteps, keine Ahnung mehr. Habe ich dann auch noch weggeholt. Und hier mit der Panzerbüchse natürlich dann versuchen, den wegzuklatschen. Hat auch funktioniert, aber ich müsste mich dafür opfern. Aber was tut man nicht alles, um Panzer auszuschalten? Einen konnte ich noch mitnehmen, dann wurden wir überrannt an der Stelle. Ja, und dann ist quasi das ganze Spielgeschehen hat sich komplett gewandelt. Es hat mega Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle hatten mega Bock, auch im Chat könnt ihr das vielleicht so ein bisschen nachverfolgen. Immer wieder wurden so Befehle gegeben und gesagt, hier flankiert da der Gegner, da ist irgendwie ein Panzer oder sowas. Haben alle sehr cool irgendwie kommuniziert miteinander. Und hier habe ich dann versucht, so von Deckung zu Deckung zu laufen. Immer so, ihr seht es hier auch quasi wieder so hinter so eine Wand. Und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht kann ich von hier aus jetzt irgendwie flankieren. Und dann, wie aus dem Nichts, wurde ich auf einmal weggeholt. Und dann habe ich mir so gedacht, das kann doch gar nicht sein. Der Gegner konnte mich doch da an der Stelle, wo er mich da erwischt hat, gar nicht richtig sehen. Also es war irgendwie ziemlich merkwürdig. Ich habe mich irgendwie, also man sieht zwar in der Killcam irgendwie was, aber ich war auch, wie ihr da gerade sehen könnt, einfach One-Shot, ne? Und jetzt passt auf. Zack, wieder One-Shot. Und ich dachte mir, okay, krass. Natürlich war das der gleiche Typ wie vorher auch. Ein Aimbotter, der sogar irgendwie unsichtbar war, keine Ahnung. Ihr seht es an der Stelle jetzt gleich nochmal. Der hat mich einfach mit Nahkampf weggestochen. Und ja, danach halt sind viele gelieft, ne? Spaß war vorbei und next game. Also sogar in Battlefield 1 gibt's das. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine Battlefield 1, 5 und neues Battlefield, wenn es irgendwann rauskommt, verpassen wollt. Und eventuell auch Battlefield 4 oder so. Ich schau mal. Ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende euch noch. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.